So, Freunde, willkommen zurück zum Alten Wald bei Herr der Ringe Online. Hier haben wir jede Menge Sachen zu erledigen. Ihr seht es auf der rechten Seite, eine ganze Menge Aufgaben liegen vor uns. Einige haben wir zumindest zum Teil schon erledigt, andere liegen noch komplett vor uns. Aber wir können mal was probieren, das haben wir in der letzten Folge nämlich gar nicht gemacht. Wir können einfach mal auf die Karte schauen. Da bekommen wir nämlich geholfen. Hier sehen wir hier ein Gebiet eingezeichnet und hier außerdem zwei Ringe, was uns zeigt, dass hier was Interessantes sein muss für die Aufgaben, die wir aktuell haben. So, das heißt ja, wir müssen einfach nur geradeaus laufen. Schauen wir mal. Ja, was allerdings sein wird, zumindest mal diese Folge lang, wir spielen im Dunkeln, denn im alten Wald ist es definitiv sehr dunkel. So, da ist noch ein Pilz, aber ich glaube, wir brauchen gar keine Pilze mehr. Nee, brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Aber wir brauchen noch getrocknetes Holz und einen Eimer Ahornharz. Wo auch immer man das herbekommt. Warte mal, da ist ein Holzstapel. Ist das vielleicht hier? Die Fledermaus brauchen wir auch. So. Wo ist denn jetzt dieser Holzstapel hin? Hallo? Ich habe den doch eben im Target gehabt. Da. Einen Eimer Ahornholz. Okay. Ich habe getrocknetes Holz eingesammelt. Der Eimer fehlt noch. Hm, okay. So, ich schaue trotzdem nochmal auf die Karte. So, das muss ja da leuchten. Die Geschichte ist da hinten. Also wir müssen so ein bisschen nordwestlich halten. Da müssen wir da hinkommen. Dann machen wir das doch mal. Und auf dem Weg dahin werden wir das Viehzeug erledigen. So, weiter geht's. Da ist noch Stein, aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Die gebrochene Eichenwurzel, die könnten wir eigentlich stehen lassen, ne? Die bringt so gut wie nichts mehr. Und die wird uns wahrscheinlich auch nicht viel tun. So, was haben wir hier Schönes? Hügelgrabeisen können wir noch nicht einsammeln. Ich will mal schauen. Ich muss noch mal auf die Karte schauen. Aber wir müssen noch ein ganz Stück weiter nach oben. So klein, wie der Wald auf der Karte aussieht, ist er nämlich gar nicht. Zumindest habe ich so den Eindruck. Guck mal da. Ein Rindenfetzerwächter. Das ist ein saugeiler Name. Damit haben wir einen weiteren Bär erledigt. Brauchen wir eigentlich noch Wölfe? Ja, brauchen wir auch noch. Na komm her, mein Wolf. Sehr schön, den haben wir auch gebraucht. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter hochgehen. Guck mal, da oben siehst du schon. Das ist doch bestimmt Doderik Brandybock. Na klar. Ich bin gespannt. Wie sieht er aus? Ein bisschen blass um die Nase vielleicht. Aber er hat auf jeden Fall hier ein sehr schönes Plätzchen. Guck mal, was ist denn das? Ahorn mit Zapfloch. Ein Ahornbaum mit Zapfloch, aus dem sich der Saft gleich abzapfen lässt. Ah, ach so, ein Eimer Ahornharz. Das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Ich lese immer Holz. Aber ich rede erstmal mit dem Kollegen hier. Hallo. Hallo. Onkel Saradok wartet auf mich. Das bedeutet nichts Gutes. Ich wünschte, Rollo würde sich etwas mehr beeilen. Ich kann hier nicht weg, bevor er zurück ist. Wir haben einen Räuber hier durchgejagt. Wir haben ihn beim Tor herumschleichen sehen und dachten, wir erledigen am besten die Aufgabe der Grenze auf eigene Faust. Ich muss zugeben, ich habe meine Nerven verloren, als wir diesen Hügel entkommen. Als wir diesen Hügel erklommen und ich die tatsächlichen Ausmaße des Waldes erfasste. Rollo ist da etwas anders. Er wandert völlig ungezwungen die gewundenen Pfade entlang. An der Weidenwinde, südöstlich von hier, gibt es ein verlassenes Häuschen. Er hat erwähnt, dass er dorthin gehen würde, aber das war schon vor Stunden. Vielleicht könnt ihr ihn dort finden und ihn zur Eile treiben. Können wir mal probieren. Ich werde mir aber so lange hier nochmal ein Schlückchen von diesem Ahornharz abzapfen. Und damit haben wir auch dieses erledigt. Sieht sehr interessant aus. Wenn man bedenkt, dass eigentlich ja Harz, man sagt ja auch Harz ist das Blut der Bäume, dann haben die hier alles so Teile gelegt. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
hab's vergessen. Irgendwas, was man in der Vene reingesteckt bekommt, wo man dann automatisch immer eine Kanüle gesetzt oder so, wo man dann automatisch Blut abgenommen bekommen kann oder auch irgendwelche Medikamente zugeführt bekommen kann. Und genauso sieht es aus hier bei diesem Baum. Okay. So, warte mal. Der hat jetzt gesagt, hier ganz in der Nähe ist ein Häuschen, ne? Kriegen wir doch bestimmt auf der Karte angezeigt. Kahler Hügel. Warte mal, da muss ich mal gucken, was sind das hier? Findet Rolo Maggot. Nachforschungen im Alten. Ach, das ist da ganz unten. Da. Am See sollte es sein. Aber okay, gut, dann machen wir uns da so langsam auf den Weg. Wir brauchen ja, wenn ich das sehe, jetzt nur noch Wölfe, Fledermäuse und Bären. Und das Harz und so weiter, das können wir jetzt schon wieder abgeben. Die Quest ist erledigt. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt runter in den Süden. Auf dem Weg zum Häuschen und erledigen, was da so rumläuft, während wir da hinlaufen. So, wen haben wir hier? Waldjäger Ältester. Das ist auch ein Wolf. Na komm. Sehr schön. Der geht um wie geschnitten Brot. Und da auch schon direkt der Nächste. Heute ist übrigens Sonntag. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge seht. Ich schätze mal montags oder so. Vielleicht auch erst am Dienstag. Ich bin heute leider nicht dazu gekommen, das Video fertig zu machen. Das Community-Event-Video. Ich weiß, ihr wartet alle drauf. Ich warte selbst drauf, bis ich es endlich mal fertig habe. Aber während wir jetzt hier hinlaufen, kann ich euch erst mal eigentlich so ein bisschen erzählen, was da eigentlich los ist bei mir. Naja, die, was mich schon länger kennen, wissen, dass ich mich im letzten Jahr von meiner Frau getrennt habe. Das war Ende letzten Jahres. Ich bin dann umgezogen. Tja, ich erzähle gleich weiter. Ich mag gerade hier die Schwinge erledigen, die Fledermaus. Ja, und so habe ich dann ja ungefähr ein halbes Jahr gelebt, bis ich eine neue Freundin kennenlernte. Aber jetzt im Sinne der Gerechtigkeit, meine Ex-Frau hat zuerst in Facebook die Meldung gepostet, dass sie in einer neuen Beziehung ist. Das heißt, sie war zuerst dran, alles ist gut. Jetzt darf auch ich wieder. Ja, und meine neue Freundin, die hat auch ein kleines Töchterchen. Dann sozusagen mein Ziehkind. Und das ist der Grund, warum ich nicht immer Zeit habe, alles zu machen. Gerade jetzt so zum Beispiel am Wochenende. Wenn der Krüger sich vornimmt, heute schneidest du mal das Community-Event-Video. Und dann kommt das kleine Töchterchen an und sagt, nein, lass uns Minecraft spielen. Und wer kann dann schon einem solch süßen Blick diesen Wunsch ablehnen? Ihr versteht. Und das ist der Grund, neben der Tatsache natürlich, dass ich mich auch ab und zu um meine Freundin kümmern muss, dass ich hier nicht wirklich jeden Tag arbeiten kann am PC und wirklich die Sachen machen kann, die ich gerne machen möchte, weil es eben noch andere Sachen zu tun gibt. Und insbesondere, guck mal, die haben mich vergiftet hier, oder der Baum vergiftet mich. Da wollte ich gar nicht hin, ich geh mal schnell weg. So, das ist natürlich der Grund, wie gesagt, dass ich mich nicht immer, guck mal, das sieht auch geil aus, der Baum, ne? Wir waren da ja schon mal vor einigen Folgen. Ich will mal gerade schauen, wir müssen weiter in den Süden. Ich glaube auch auf die andere Seite. Ja, wie gesagt, Freundin kümmern und so weiter, das muss man dann auch ab und zu logischerweise mal machen. Und dann bekomme ich hier in der letzten Zeit ständig irgendwelche Kommentare, die mich teilweise, ich muss ganz ehrlich sagen, die mir teilweise schon ein bisschen auf den Sack gehen. Und zwar, wenn ich irgendwie unter Ultima Ascension und so weiter zum 10. Mal lesen muss, wo bleibt die neue Folge The Forest? Ja, wo sie bleibt, weiß ich auch nicht, muss erst aufgenommen und geschnitten werden. Leute, es gibt immer zwei Spiele. Ich weiß, euch betrifft es nicht, weil ihr wisst es ja eh. Es betrifft immer nur die, die meine Videos nicht schauen, leider. Es gibt immer zwei Hauptprojekte bei mir. Das ist aktuell Herr der Ringe Online und Ultima Ascension. Und ich greife mal gerade die Spinne an. Alles andere ist Bonus. Das heißt, wenn ich mal eine Woche nicht zu The Forest komme, dann gibt es da keine Folge. So einfach ist das. So. Und genauso sieht es aus mit dem Community-Event. Wenn ich nicht dazu komme, komme ich nicht dazu. Da braucht man gar nicht lange rumschwätzen. Das ist einfach so. Ich glaube, die Spinnen brauchen wir gar nicht, ne? Aber hier in der Nähe müsste irgendwo das Häuschen sein. Zumindest war das auf der Karte so eingezeichnet. So, ich gucke nochmal. Ah, hier. Da muss es irgendwo sein. Ich sehe das hier überhaupt gar nicht. Es ist auch schweinedunkel hier. Und die Scheißspinne greift mich schon wieder an.
Ich finde es eh ein bisschen krass hier. Da sind die Gegner alle ein paar Level unter mir. Aber wenn dann hier aus dem Wald rauskommst, sind die Gegner zu stark. Naja, auch gut. Ja, ich weiß, ich habe die Spinne schon gesehen. Ich frage mich nur, wo hier mein Ziel ist. Warte mal, da vorne leuchtet doch was. Hollow Maggot. Wir müssen da weiterlaufen. So, in diese Richtung. Da ist er. Und das soll der Unterschlupf sein. Sieht irgendwie aus wie ein verbranntes, altes irgendwas. Meine Güte, was wollt ihr? Er wollte mich töten. Ich nehme erst dich und dann dein Mädchen wie ein Fleisch auseinander, sagte er. Ich werde auf jeden Fall sicherstellen, dass du deine Liebe nicht wieder siehst. Ich hätte nie gewollt, dass es so weit kommt, aber er war eine Bedrohung für Zelandin. Ich konnte es nicht zulassen, dass er ihr wehtat. Das konnte ich doch nicht, nicht wahr? Ich wollte doch nur die Aufzeichnungen, die ich für Zelandin geschrieben hatte, von ihm zurückholen. So mies kann man Leute nicht behandeln. Wir sind gute, ehrliche Hobbits. Wir tun niemandem etwas zuleide. Ich werde hier bleiben und ihm zumindest... Entschuldigung. Und ihm zumindest ein ordentliches Begräbnis zuteil werden lassen. Könntet ihr Doderic ausrichten, dass es mir gut geht? Aber bitte sagt ihm nichts von all dem, was hier geschehen ist, ja? Könntet ihr das mitnehmen und es Doderic zeigen? Er wird es verstehen. Es fühlt sich nun nur gar nicht so an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Naja, er spricht etwas für Wochen der Gute, zumindest kommt mir das so vor. Wir schauen uns das hier nochmal an. Und jetzt muss ich zurückgehen. Rein theoretisch. Genau, hier zu Doderic. Und dann müssen wir sowieso wieder hin, weil wir hier noch eine ganze Menge Wölfe und so weiter brauchen. Okay, also wieder die Richtung einschlagen. Ich glaube, da oben kommen wir nicht weiter. Müssen wir da unten am See entlang. Wo diese blöden Spinnen waren. Ich gehe jetzt aber mal direkt hier rüber. Sieht irgendwie ziemlich geil aus, wie da diese ganzen Blätter im See schwimmen, ne? Cool. Richtig cool. Da würde ich auch gerne mal eine Nachtwanderung machen oder so. Das könnte mir schon gefallen. Wir gehen auch in die falsche Richtung. Was ist los mit mir? Was ist los, Kryo? Ich glaube, wir müssen da hinten hoch. Ja, komm, wir gehen da hinten hoch. Wer steht denn da? Gilliman Brandybock. Guck mal, hat uns aber nichts zu sagen aktuell. Der alte Wald ist in letzter Zeit noch unheimlicher geworden. Ja, ich weiß auch warum, weil ich hier mein Unwesen treibe, nicht wahr? Ich spreche den jetzt nicht an. Denn wir haben ja Arbeit zu verrichten. So, da oben sehe ich es auch schon auf der Karte, da gibt es ein paar Feinde. Direkt vor uns. Bären. Bären sind immer gut. So, 7 von 12. Die Halbzeit wäre bereits überschritten. Jetzt nehmen wir noch schnell den hier. Dass wir das zumindest mal abschließen jetzt hier, wo so viele Bären sind. 8 von 12, jawohl. Es sind noch 2 mindestens. Und da vorne sehe ich auch noch mehr Wölfe und auf der Karte sehe ich eine ganze Menge rote Punkte, was alles Feinde sind. Drei Stück brauchen wir noch. Komm, den Wolf zur Abwechslung. Und wieder zum Bär. Ich finde die übrigens, die sehen so richtig unheimlich aus. Dadurch, dass die da so rot funkeln. Die Rindenfetzerbären. Aber es fehlen leider immer noch 2 Stück. Hinter uns sehe ich zumindest keinen mehr. Doch, da eine Fledermaus. Die brauchen wir auch. Wie brauchen wir denn davon eigentlich noch? Noch 4 Stück. Okay. Ich glaube, wir werden es in dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr ganz packen. Aber in der nächsten Folge kommen wir auf jeden Fall wieder aus dem Wald raus. Vielleicht noch eine Info für euch.
falls ich diese Woche nicht dazu kommen sollte, das Herr der Ringe Video fertigzustellen, also das Community-Video. Nächste Woche, Ende letzten Monat, bin ich alleine zu Hause. Meine Freundin und ihre Tochter fahren zu ihren Eltern. Die wohnen ziemlich weit weg, 600 Kilometer. Das heißt, ich bin eine Woche alleine für mich zu Hause. Und ich werde so viele Zeit haben, man wird es gar nicht glauben können. Ich freue mich natürlich auch mit meinem Ziehkind zu spielen und so weiter. Aber wenn du dann mal zu was kommst, ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Und das wird eben Ende Oktober sein, die letzte Woche in diesem Monat, wo ich komplett alleine sein werde. Also wer sich dann mit mir in Sky unterhalten möchte, der sollte mal eine Anfrage schicken. Ich werde dann definitiv Zeit haben. Und arbeiten muss ich natürlich auch, das ist ganz klar. Aber zumindest die Zeit neben der Arbeit, die kann ich dann wirklich zu 100%ig hier am PC nutzen. Damit wären auch alle Bären besiegt. Was brauchen wir noch? Fledermäuse und Wölfe. Da ist noch ein Wolf. Es sind noch zwei Wölfe. Auf geht's. So. Nächster. Komm, einen Wolf machen wir noch. Jetzt sind wir hier wieder bei diesem Holzteil. Bei diesem Holzwagen. Nee, Wagen ist es ja keiner. So ein Zelt, wo man Holz sammelt. Hatte mein Opa früher auch gehabt. So, auch alle Wölfe sind besiegt, aber es fehlen noch Fledermäuse. Die sind auch hier verteilt in diesem Gebiet. Und ich würde fast vorschlagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Macht's gut, bis dann.